Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus der Bude. Willkommen zum Finale von New Super Mario Bros. Wii. Und ja, wir machen gleich die Finallevel. Aber der wahre Final Boss ist die dritte Starcoin in dem wohl schlimmsten Level dieses Games. Ich hab keinen Bock. Aber muss wohl. Schade. Man kann die Dinger unter Wasser auch nicht relevant mitnehmen, tollerweise. Weil, wenn man so einen Trick, schwimmt man nur nach oben. So. Ich bin doch sehr sicher, dass die dritte Starcoin auch im letzten Abschnitt ist. In dem ich letztes Mal unter anderem auch relativ schnell war, weil er einfach im Dreck ist. So, hier nehme ich den Weg, weil ist einfacher. Punkt. Es ist einfacher, hier oben lang zu gehen. So. Dieser Bereich. Ich meine, der Stern ist zwar einerseits ganz cool, aber trotzdem ist es mir nicht das Risiko wert, all diese scheiß Blooper freizusetzen. Deswegen gehen wir weiter. Es gibt auch trotzdem Blooper. Gott, und zwar mehr als ich dachte. Aber wir sind ohne Hit durch. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich recht habe. Ich habe halt nicht nachgeguckt nach der letzten Folge. Auch wenn es vielleicht... Ich wollte das halt nicht einfach vorwegnehmen jetzt. Wenn schon ekelhaft, dann richtig. Wow, so einfach. Vor allem, wisst ihr noch, ich habe in der letzten Folge hier geschwommen, dachte mir, wo ist die letzte Starcoin? Wollte gucken, ob ich irgendwie hier in die Röhre rein kann und hab's dann aufgegeben. Und die scheiß Starcoin war 2 Meter daneben. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, fragt sich vielleicht jetzt, warum das Level so schlimm war. Aber gerade wenn man die Starcoins zum ersten Mal sammelt und das Level nicht kennt, dunkles Unterwasserlevel mit Bloopern, so komischen Gegnern, Strömungen, schon geiles Level so. Allgemein, schlimmer als letztes Mal wird's heute nicht. Auch wenn dieses Luftschiff auch echt nerven kann. Aber es ist das letzte Luftschiff. Ab geht's. Oh! Ich bin schon mal positiv überrascht, weil ich irgendwie im Kopf hatte, dass es ein Scrolling-Level ist. Ich habe ehrlich gesagt selber keine Angst, wie ich drauf gekommen bin, aber... Ja! Und ihr seht, es geht gleich richtig los. Ja, okay, wenn ich hier gehittet worden wäre. So machen wir das. So, ein bisschen aufpassen, dass ich nicht unnötig den Propellerpilz verliere. Das hat ja gut geklappt. So. Hier jetzt ein bisschen aufpassen. Hier ist gleich der nächste. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gleich die nächste Starcoin kommen müsste. Ich weiß, dass das Level noch weitergeht. Es ist sehr interessant, diese Röhre, aber es müsste noch 2 weitere Abschnitte in dem Level geben. Ich weiß nicht, ob in jedem eine Starcoin ist. Ich bezweifle es, aber ehrlich gesagt, ich glaube, in dem Abschnitt hier gibt es keine. Ja, und
Hier gab's auch halt kein Versteck, wenn man mal hingeguckt hat. Da gab's echt keinen Platz für. So, das hier bringt nur Coins. Ja, brauche ich nicht. Das hier ist auch ohne Propellerpilz nicht schwierig, aber so komplett easy. Hier einfach. Ja, okay. Das Zeitfenster ist auch komplett geschenkt. Hier sind nochmal ein paar Münzen und jetzt kommt eine Starcoin, die vielleicht ganz tricky werden könnte. Ja, habe ich nicht ohne Hit geschafft. Gibt Schlimmeres. Ich muss nur gucken. Ich glaube nämlich, ich brauche ich nicht tatsächlich einen Robo-Koopa auf der anderen Seite von dem Ding hier. Ja, brauche ich, aber ich habe nicht so viel Zeit. Oh, wait. Ich darf die obere Kiste nicht zerstören. Okay, das sah gerade kurz weird aus. Na super! Das ist eine geile letzte Starcoin. Ah, mit Propellerpilz ist die easy, aber ohne ist die Bullshit. Und wir müssen die davor nochmal holen. Ah, und hier gibt's kein Item. What the fuck, ernsthaft? Die Starcoin schafft man doch nicht, ohne sich hitten zu lassen. Oh, no. Also vor allem nicht, wenn Mario keinen Bock auf einen Walljump hat, sondern, ja, das macht. Ich merke schon, wir werden noch mal ganz viel Spaß haben hier bei dem scheiß letzten... Ich hatte Welt 8 als cool in Erinnerung und sie hat zwar ein paar der coolsten Level, aber insgesamt auch so viel Trash. Yay. So. Das haben wir jetzt hinbekommen. Und jetzt die dritte Starcoin. Zumindest ist der Bereich hier wirklich nicht lang. Ich versuch's nochmal mit dem hier, aber das schafft man halt nicht. Ah, ich hätte versuchen können, den irgendwie noch so zu halten. Ja, wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann bekommen wir die Starcoin wieder nicht. Ja, also ich weiß nicht, ob die wirklich wollen, dass man das mit den scheiß Gegnern trifft. Wenn ja, ist die mal wieder richtig behindert platziert. Es ist immer schlimm, wenn man eine Starcoin nur bekommt, indem man sie mit irgendwas abwirft, aber man keinen einfachen Winkel hat, sondern irgendwie einen Sprung richtig treffen muss. Oh, oh, no. Ah, habt ihr das gesehen? What the fuck? Das war, glaube ich, der größte Betrugsmoment in diesem Game. Ich habe diesen einen Robo-Koopa in der Hand gehalten, um in den anderen reinzurennen und damit beide zu zerstören. Aber der in meiner Hand ist durch den Laufenden kaputt gegangen. Der Laufende hat mich aber getötet. Das ergibt keinen Sinn. So funktioniert dieses Spiel nicht. Also, hier kommt jetzt nochmal alles zusammen. Gib mir die Starcoin und bitte jetzt auch die letzte. Ich versuche diesmal ein bisschen zu stallen dann auf der anderen Seite, damit ich den da halten kann. Genau das, was ich gedrückt habe. Jawohl. Ja, wer hätte gedacht, dass man den nicht trifft so? Lass mich raten, wir verfehlen jetzt nochmal. Digga, den Winkel kann man doch nicht treffen. Was wollt ihr? Oh,
Vor allem, ich würde mir einen Propeller... Nee, wo soll ich einen Propellerpilz hernehmen? Digga, was soll denn diese letzte Starcoin? Wie bekommt man die ohne Propellerpilz? Diesen Winkel trifft man halt nicht. So, das habe ich inzwischen zumindest ein bisschen raus. Aber dass diese letzte Stage jetzt nochmal so nerven muss. Und natürlich gibt es hier einfach gar kein Item, wenn man Pilz hat. Damit Pilz aus dem Inventar nehmen eh komplette Verschwendung ist. Wie muss man diese scheiß Robo-Koopa werfen, damit das trifft? Super! Wir haben das Ding gesammelt! Geil! Ey, what the fuck? Ich sehe echt nicht, wie das gehen soll. Ach so, also das, was ich die ersten drei Male versucht habe, soll man machen. Das zufälligerweise nicht geklappt hat, weil der Robo-Koopa nicht im Ansatz weit genug fliegt. Digga, was ist denn das? Das Problem ist, ich kann ja nicht mal ein anderes Level gehen und mir einen Propellerpilz mitnehmen, sonst ist der Checkpoint weg. Wir schaffen literally das Finale heute nicht, weil dieses Level die ganze Folge nimmt. Und ja, das ist nicht das Finale. Das ist, denke ich, kein großer Spoiler. Aber Digga, was ist denn das für eine Starcoin? Wie soll ich das machen? Ich versuche nochmal, dich irgendwie mitzuschleppen, was nicht funktionieren wird. Ja. Ah, doch, der kommt hier hin. Schön, dass du auch einfach weiterläufst, Mario. Vielen Dank. Gott, was soll das? Kann ich nicht einfach diese scheiß Starcoin bekommen? Also jetzt echt gegen Ende des Spiels. Ich vertraue den Mechaniken des Spiels da jetzt nicht mehr. Wenn ich in den Reihen renne, sterbe ich ja anscheinend. Also im Prinzip habe ich zwei Tries, wenn ich es richtig mache. Ah, der ist falsch geflogen. Die Kiste muss ich stehen lassen, sonst komme ich nicht zurück. Ja, eine Eisblume. Super. Ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Ah, das kommt nicht mal unten rein, das Scheißteil. Perfekt. Ja, Digga, was wollt ihr? Hui, ich kann die Starcoin so einsammeln. Ey. Wie soll ich das machen? Ich verstehe es halt wirklich nicht. Ich habe schon so ziemlich alle Wurfwinkel probiert, die man hinkriegt in dem Game. Die einzige Möglichkeit, wie ich das Ding irgendwie bekomme, halt deine Schnauze, ist, dass ich irgendwie selber da unten bin und die Starcoin treffe, aber dann komme ich halt nicht wieder hoch. Es ist so ein Müll. Und ich habe gehofft, ich könnte heute vielleicht das Game abschließen. Komm. Oh, natürlich gefühlten Frame. Ja, dann werfen wir mal wieder einen Robo-Koopa ins Nichts. Ja, der knallt mal wieder an die Wand. Überraschend. Der respawnt. Zumindest etwas. Das heißt, wir können 20 mal daneben werfen.
Man darf nicht springen, sonst trifft's nicht. Bei den Malen, wo wir nicht gesprungen sind, ist es runtergegangen. Ja, genau das. Digga, ich verstehe diese Stelle nicht. Die letzte Idee, die ich noch habe. Machen wir noch mal das. Jui, von der Seite geht's auch nicht. Also, ich hab keine Ideen mehr. Wie soll man dieses Starcoin bekommen? Ich habe wirklich keine Ahnung. Verpiss dich. Alter, dass wir auch die zweite immer noch neu holen müssen. Ich weiß schon, noch ein paar Tries und dann verkacke ich wieder bei der, weil ich so wenig Bock habe und nur noch schnell rüber. Okay, den mitschleppen ist komplett unnötig, wenn der da hinten respawnt. Aber soll man das echt so... Das wirkt für mich halt gerade auch mit der Platzierung von dem Typen hier und so. Es wirkt so, als sollte man das nicht so machen. Genau das habe ich im Try davor probiert, du Witzfigur. Und das ging genauso wenig. Oh, Scheiße. Ja, genau das soll passieren. Ich lasse es gleich einfach bleiben, ey. What the fuck? Ich sitze jetzt seit irgendwie einer Viertelstunde an dieser einen Stelle. Es ist so unfassbar unnötig. Verpiss dich. Jo, versuch irgendwie 15 oder so. Mal gucken, ob es dieses Mal funktioniert. Ich warte, bis der wieder aufsteht, dann halt nicht. Ja, genau! Also komm, jetzt geht es hier doch wirklich an Verarsche ran. Boah, was ist denn das für ein Winkel? Was war denn das, Digga? Habt ihr das gesehen? Das kann nicht beabsichtigt sein, dass man das so macht. Ich akzeptiere nicht, dass das gewollt ist. So, fucking Junior Battle, verpiss dich. Ah, ich muss das Timing lernen, das die Speedrunner hier nutzen. Gerade wenn ich wirklich einen Speedrun machen will. Oh, so billig. Yeah, ey, wenn ich jetzt noch ein Timeout bekomme, Digga. Dann muss ich aber so weit los. Verpiss dich mit deinem Feuer. Jetzt habe ich keine Eisblume mehr, super. Und der schießt weiter sein Feuer. Und der Scheiß bleibt am Boden noch. Perfekt, ich bin gar nicht ekelhaft eingeengt. Nee, alles prima hier. Fühlt sich fair an gerade, der Kampf. Boah, verpiss dich! Gott! 20 Minuten sind rum.
Was zur Hölle, Alter? Die letzten Folgen in diesem Projekt, Digga, bei denen geht ja gar nichts. Ich hab ja schon richtig Bock auf die Spezialwelt, wenn dann erst die richtig schweren Level kommen. Warum glaube ich, dass ich da literally eine Folge pro Level brauchen werde, so wie es im Moment läuft? Und oh, Überraschung. Das Finale. Komm, das Finale schaffen wir jetzt aber easy. Rein da. Wenn ich jetzt hier noch mit einer Starcoin struggle, Digga. Die letzte Starcoin im Main Game. Oder eher gesagt, die letzten drei. Die letzte ist aber die, bei der ich am ehesten mir vorstellen könnte zu strugglen. Aber nötig ist es definitiv bei keiner. Einfach hier durch Bowser's Castle durch. Ist eigentlich echt ein cooles Castle. So, zack, zack. Wir smoothen ein bisschen. Ich glaube, ich kenne auch die Position aller drei Starcoins. Hier war eine Spoiler. Und damit ist der erste Abschnitt auch durch. Der zweite ist halt auch für Speedrunner so, hier kann man gefühlt nur ein paar Frames am Ende rausholen. Ihr seht weshalb. So, es ist halt einfach ein Scrolling-Abschnitt mit fallenden Plattformen und sinkender Lava. Ja, ich werde gehittet werden. Oh, außer ich bin einfach ein fucking Gott in diesem Game. Warum kommt, wenn die beiden Male drehen, die ich inputtet habe, rausgekommen wären, dann hätte das gereicht. Das ist wirklich wunderschön, dass wir jetzt noch so ekelhaft im letzten Level sterben. Vor allem dahinter wär der Checkpoint gewesen. Wirklich. Wenn diese gefühlten zwei Frames dann noch weitergekommen wären, wären wir beim Checkpoint. Aber nee, stattdessen müssen wir jetzt nochmal das ganze Level von vorne machen und ich hab gar keinen Bock drauf. Weshalb es gerade nochmal schlechter laufen wird. Ey, diese letzten paar Folgen. Was ist denn das? Ich weiß schon, was das größte Problem beim Speedrun in diesem Game wird. Wirklich hier gerade das Luftschiff und dieses Castle. An denen kommt man halt auch nicht vorbei. 8-1, 8-2 mache ich mir nicht so viele Sorgen. 8-1 noch eher als 8-2, aber... So. Die zweite Starcoin jetzt bitte wieder ohne Probleme. So, man hat auf jeden Fall... genug Freiraum. Okay, der Jump ist, wenn man es so macht, noch mal eine Ecke leichter. Ja, und jetzt. Hier seht ihr es, da ist direkt die Röhre, die weiterführt. Und hier ist der Checkpoint. Also das war wirklich nochmal nötig, ne? Gib mir die Feuerblume und weiter geht's. Und ja, man kann hier nur zwei Starcoins haben, kann man sich, denke ich, auch
mal vorstellen, wenn man daran denkt, dass die zweite literally vor einem Meter war. Man könnte sich hier vor den Feuerbällen verstecken. Oder man hat Movement. Und kommt dann zu Bowser, den man ja wohl kennt. Entweder springt man einfach über ihn drüber, was man im Speedrun auf jeden Fall macht. Oder man dönert ihm Feuerbälle in die Fresse. Wenn man näher an ihm dran steht, kann man mehr spammen, deswegen bin ich relativ nah an ihm dran. Ja, das war nicht schwer. Weil man kann ja, es können ja immer nur zwei Feuerbälle auf dem Screen sein und je näher man an ihm dran ist, desto schneller sind welche weg und desto schneller kann man auch wieder neuen eben verschießen. Deswegen stellt euch direkt dran, Überraschung, das war's tatsächlich noch nicht. Wer hätte denn das nur ahnen können? So, generischer Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Endbosskampf. Okay, es ist erst die Nummer 2, danach kamen noch weitere. Aber es ist vielleicht der mit der besten Musik. Und wahrscheinlich auch der innovativste. Wir müssen Bowser jetzt wirklich nutzen, um uns den Weg frei zu machen. Und da muss ich halt sagen, das hier ist vor allem so eine Passage. Ich werde Speedrun, aber nicht gerade auf so World Record Pace. Gerade in dieser Stelle hier, bei dieser Stelle muss man da so berechnend sein. Digga, man muss literally dafür sorgen, dass der einem gefühlt den Weg bis zum Ziel frei macht. Mit den ersten drei Schüssen so. Okay, to be fair, man braucht seine Schüsse auch nur bis zu dieser Stelle. So, jetzt bekommen wir noch einen Propellerpilz. Bowser hat irgendwie Gras geraucht, jetzt sind seine Augen rot. Außerdem entstehen Lavawellen dadurch, dass der jumpt. Okay, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, ob die Wellen hoch genug gehen, um mich da zu treffen, wo ich war. Die Musik ist halt vielleicht schon etwas zu viel. Das war tatsächlich close. Hier bei dem Kampf kann halt ein Fehler vieles zerstören. Kannst du mir den Weg einfach frei machen? Ja, ich werde gehittet werden. Aber egal, denn hier ist das Ziel. Der letzte Hit war noch worth it. Bevor wir da irgendwie unten lang versuchen zu kriechen, am Ende das verkacken und direkt vor dem Ziel sterben. Na, lieber so. Gerade Welt 8 ist halt der wird der Grund sein, warum mein Speedrun echt nicht... Ich meine, mein Speedrun in Mario Bros. U wird deutlich besser sein, das weiß ich. Ich meine, der hier wird schneller, aber das liegt auch daran, dass der Run einfach deutlich kürzer ist. In Mario Bros. U habe ich ja irgendwie Platz 60 auf speedrun.com erreicht. In dem Spiel weiß ich nicht, ob ich es überhaupt irgendwie zweistellig hinbekomme. Ich glaube, auch hier gibt's mehr Speedruns. Ist allgemein einfach schwieriger. Wir werden's dann aber sehen, sobald ich mal wirklich einen mache. Erstmal steht eh noch die Spezialwelt an. Und für die werde ich vermutlich zwei Folgen brauchen. So. Natürlich ist, wo wir Bowser besiegt haben, jetzt die gesamte Lava in dieser Welt einfach weg. Ich meine, selbstverständlich ist sie das. Warum nicht? Ja. Na, muss ich nichts zu sagen. Hoho. Irgendwie die Vulkane natürlich alle erloschen, Luigi. Ja, ist halt Luigi. Und guck mal, natürlich, wenn man im Multiplayer spielt, welche Charaktere sollte es denn dann geben?
Habe ich dir jemals von der geheimen Welt erzählt? Musst du nicht, die kenne ich. Ja, natürlich im Multiplayer. Welche Charaktere will man da in so einem großen Mario-Game? Natürlich Mario, Luigi, einen gelben Toad und einen blauen Toad. Yay! Ja, denen sind keine anderen Charaktere eingefallen anscheinend. So, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt ein Statement abgeben soll zu irgendwie eine Wertung zu dem Spiel. Im Original-Game habe ich, im Original-Playthrough habe ich ziemlich das meiste gesagt. Ist vielleicht zumindest in meinen Augen der beste New Super Mario Bros. Teil. Auch wenn ich Yu halt persönlich mehr gespielt habe. Auch zumindest vom Overworld-Aufbau, das mehr mag. Mario Bros. Wii ist noch ein bisschen knackiger, wenn auch an manchen Stellen jetzt in Welt 8. Gott, ey. Mario Bros. Wii hat auch, wenn man keine DLCs mitzählt, die es in New Super Mario Bros. 2 gibt, vermutlich das schwerste Level der New Super Mario Bros. Games. Wie gesagt, wenn man DLCs nicht mitzählt, sonst ist es New Super Mario Bros. 2. Das werden wir aber noch erleben. Da bin ich eh mal gespannt. Ich weiß noch, früher habe ich für die Stelle, von der ich gerade rede, wirklich so ewig gebraucht. Und im Original-Let's Play habe ich es first tried. Ja, vielleicht läuft es ja wieder so gut. Hier in den Credits kann man noch ein bisschen Scheiße bauen. Und ich weiß halt echt nicht, was ich groß noch dazu sagen kann. Ist halt... Ich sag's einfach mal so frei aus. Ist halt New Super Mario Bros. Das ist nichts krass Großes. Natürlich, es ist ein großes Franchise, aber es ist halt ein kleines Spiel. Relativ simpel, aber effektive Formel. Never change a working system, glaube ich so. Okay, haben sie aber gemacht. Und mit Mario Maker 2 auch nicht ganz so erfolgreich. Aber ja, ich bin immer gespannt, ob sie noch irgendwann überhaupt ein neues New Super Mario Bros. Rausbringen. Ich hätte zumindest im Prinzip schon Bock drauf, wenn sie sich halt auch echt mal ein bisschen was Neues einfallen lassen und nicht immer das komplett selbe Muster nehmen. Mal neue Weltenthemen, neue Gegner, Custom-Bosse, sowas in die Richtung. Da würde dann was richtig Nices rauskommen, da bin ich überzeugt von. Man müsste halt einmal über den eigenen Schatten bei Nintendo springen und nicht komplett stur immer nur dasselbe machen. Aber das ist bei Nintendo ja immer so ein Problem. So, damit sind anscheinend die Credits auch rum. Es ist halt irgendwie sad, dass die Finalfolge jetzt hauptsächlich aus dem Luftschiff und nicht aus dem Finale an sich bestand. Ja, paar Münzen mitgenommen, die einen Scheißdreck bringen außer einem Highscore. Und damit gibt's noch eine letzte Szene. Der ist jetzt von Welt 1 bis hierhin gelaufen, der dumme Keck. Ja, und wir jetzt gleich zum Arbeiten. Ja, aber ich hab gewonnen, er nicht. So, und die schieben jetzt Bowser um. Herzlichen Glückwunsch. Das hat nicht geklappt. So, und damit war es das dann auch mit dieser Folge von New Super Mario Bros. Wii. Beim nächsten Mal machen wir dort in der Spezialwelt weiter. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und oder ein Abo da. Bis dann und ciao. Thank you.